Also grundsätzlich, wenn du auf dem Weg zur Kanzel bist, musst du gucken, wie ist der Wind. Man sieht jetzt hier, dass der Pirschweg, der eigentlich mal freigefegt wurde, ist nicht mehr so toll. Das ist aber ein ganz typisches Herbstproblem. Da müsstest du theoretisch kontinuierlich Laub fegen. Aber jetzt haben wir die Gegebenheit, wie es hier ist. Das Erste, was wir machen, ist, wir checken erstmal den Wind. Ja, wir sehen, der Wind geht in diese Richtung. Das ist super, weil die Kanzel ist ja da drüben. Und das heißt, ich kann jetzt schon mal windgeschützt in Richtung der Kanzel gehen. Ich empfehle es aber immer wieder, dass man eben, wenn man aufbaumt, auch mal mit der Wärmebildkamera kurz die Umgebung scannt, weil das Wild ist so gut getarnt von seiner Färbung, dass du einfach manchmal dieses sehr leicht übersiehst. Du übersiehst es sogar teilweise, wenn du weißt, dass es dort ist. Und ja, es hilft aber nichts. Das heißt, die Wärmebildkamera oder auch ein Fernglas ist eine super Möglichkeit, um erstmal einen Grundeindruck zu bekommen. Und es ist dann wichtig, wenn du zur Kanzel gehst, und wir gehen jetzt mal zur Kanzel, dass du immer mal wieder, während du läufst, anhältst und dann wieder erneut mit der Wärmebildkamera guckst. Ja? Weil, als ich jetzt da drüben geguckt habe, habe ich vielleicht nicht das Stück Rehwild hinter dem Baum gesehen. Aber wenn ich jetzt ein paar Meter weiterlaufe, dann sehe ich es. So. Das Gleiche kann man natürlich auch nochmal mit dem Wind machen. Je nach Wettergegebenheit ist der Wind manchmal etwas wechselhafter. Wir schauen jetzt nochmal. Der Wind ist immer noch sehr gut. Das heißt, wir können windgeschützt einfach weiter aufbauen. Ich laufe jetzt gerade ein bisschen zügig. In der Realität würde ich natürlich versuchen, vorsichtiger zu laufen. Ja? Jetzt haben wir hier das viele Laub, das hätte man entfernen müssen. Ich sag mal so, ich gehe ja jetzt nicht wirklich auf die Jagd, sondern ich zeige dir jetzt ja nur, wie man es machen soll. Ja, wenn du jetzt wirklich planst, hier zu jagen, dann hättest du den freifegen müssen, weil dieses laute Getrampel ist natürlich auch kontraproduktiv und kann trotz gutem Wind und trotz, dass du das Wild siehst, dazu führen, dass das Wild dich eben vernimmt, und das ist ungünstig. Aber gut, weiter geht's. Wie gesagt, immer mal wieder gucken, Augen offen halten, schauen, ja, nochmal abglasen, alle in alle Richtungen. Und wenn man nichts sieht, weiter. So, das Wichtige ist, wenn du jetzt an der Kanzel ankommst, den Pierstock, den nehme ich so gut wie nie mit raus. Ich überlege mir immer, wo könnte theoretisch eine Schussposition sein, die nicht von der Kanzel aus abgedeckt werden kann. Und das ist jetzt bei dieser Kanzel, wie man sieht, die hat hinten raus kein Fenster, diese Richtung. Das heißt, wenn ich irgendwie bemerke, hey, hinter mir ist Wild, dann kann ich zum Beispiel den Pierstock nutzen. Dann baue ich den Pierstock auf. Ja, so in die Position, dass wenn ich von oben runterkomme, schon direkt hier auflegen kann. Weil ich würde ihn nicht mit hochnehmen, oben stört er nur und oben kann er eh nicht verwendet werden. Und bevor du jetzt so eine Kanzel besteigst, ist es wichtig, dass du mal kurz dir die Kanzel anguckst. Gerade wenn du nicht vorher, am Tag vorher zum Beispiel einen Pirschpfad freigefegt hast oder sowas. Ich würde immer mal kurz dran rütteln, ob es sich stabil anfühlt. Und wenn du dann auf die Sprossen trittst, und das ist ganz wichtig, weil wir Jäger stehen ja teilweise im Fokus der Jagdgegner und die sägen sehr gerne, ja, solche Sprossen an. Und wenn du dann voll bepackt, das ist jetzt eine sehr niedrige Kanzel, runterfällst, dann kann es je nach Höhe der Kanzel auch lebensgefährlich werden. Und jeder kennt diese Karate-Schläge, ja. Der Karateka, der schlägt das Brett in der Mitte durch und nicht außen, weil außen an einem Auflagepunkt wäre es deutlich schwerer durchzuschlagen. Dementsprechend würde es wenig Sinn machen oder ist am gefährlichsten, wenn du in die Mitte der Sprosse trittst. Es ist immer sinnvoller, die Sprosse zu betreten im Bereich, wo sie festgenagelt ist. Und ich würde auch nie mich so hinstellen, ja, so hoch gehen. Das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst, weil dann ist deine komplette Kraft am schwächsten Punkt der Sprosse.
Damit du dich nicht in Gefahr begibst, zeige ich dir jetzt einfach mal, wie es sinnvoll ist, die Kanzel zu besteigen bzw. aufzubauen. Und zwar, wie gesagt, nicht in die Mitte treten, sondern außen. Hier ist es stabil. Hier haben wir die Kanzelsprossen befestigt und hier sollte eigentlich nichts passieren. Das heißt, du gehst hoch und trittst außen drauf. Ja? Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen lustig aus, aber ich sehe lieber lustig aus und bin sicher, als dass ich cool aussehe und runterfall. Wobei das dann auch wieder lustig aussieht. Wenn man jetzt hier manchmal auf dem Podest ist, dann fällt einem auf, gerade im Herbst, die Blätter fallen runter. Und es fällt auch zum Beispiel so ein Stock hier runter. Den sollte du auf jeden Fall entfernen. Ja, da ist jetzt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du legst ihn hier zur Seite, da wo er dich nicht stört, oder du wirfst runter, was aber wieder laut ist. Also, ja, gut, wobei, das ist ein natürliches Geräusch, das darf man auch nicht überschätzen, weil das Wild kennt natürlich herunterfallende Äste. Das ist für die was ganz Normales. Es kann aber dennoch sein, dass die genau in dem Augenblick dann in deine Richtung äugen, weil sie denken, was war das? Und dann sehen sie dich. Deswegen, also versuche Stöcke und Laub nach Möglichkeit von dem Podest zu entfernen und dann kannst du eben aufbauen. Wichtig ist beim Aufbauen, dass du dieser Riegel hier zum Beispiel, der steht ein bisschen unter Spannung. Ja? Wenn ich den jetzt so hochziehe, da ist der feste drin. Deswegen bringt es oft was, etwas dagegen zu drücken und dann kriegst du ihn ganz leicht raus. Leicht und leise. Und jetzt kommt der nächste Step. Ich kann die Tür jetzt aufziehen. Siehst du? Holz arbeitet. Holz ist permanent draußen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das, ja, das ändert seine Maße. Jetzt schleift die Tür, was ja auch wieder laut ist. Das heißt, ich öffne die Tür durch leichten Druck, ziehe hoch und jetzt ziehe ich die Tür ein Stückchen hoch. Es geht auf jeden Fall deutlich leiser. Das erste, was ich immer mache, ist, ich nehme meine Waffe und stelle die erstmal hinten in die Ecke rein, sodass sie nicht umfallen kann. So. Jetzt ist es so, wenn ich hier durch diese Tür reingehe, mit dem Rucksack kann ich theoretisch irgendwie hier so lang schleifen. Das ist auch total ungünstig und sehr einfach zu vermeiden. Indem ich einfach natürlich den Rucksack ausziehe und ihn erstmal ebenfalls in die Kanzel reinstelle. Irgendwo in eine Ecke, wo ich einfach nicht dann drüber stolper oder gegendreht, sodass sie mich nicht stört. So, dann ist das Erste, was du machen solltest, erstmal ein Fenster öffnen, weil wenn du jetzt die Tür schließt, ist es dunkel. Dann kannst du die Türe schließen. Aber hier solltest du auch wieder achten, hochziehen, um die Schleifgeräusche so gut es geht zu beseitigen. Wichtig ist, wenn du dann in der Kanzel bist, dass du natürlich die ganzen Fenster öffnest. Manche Kanzeln haben solche Plexiglasfenster, manche haben Holz und Plexiglas. Es ist wichtig, dass du dann einfach alle Seiten aufmachst. Und es ist natürlich so, je nach Konstruktion der Kanzel ist es mal lauter und mal leiser. Ja? Es ist nicht immer zu 100% komplett leise hinzubekommen, aber man muss sich halt ein bisschen konzentrieren. Und jetzt gerade bei einem Ansatz am Tag ist es natürlich einfacher, weil du kannst genau sehen, was du machst. Wenn ich dann in der Kanzel bin, dann richte ich mich erstmal ein. Das heißt, ich nehme meinen Rucksack und überlege mir, was brauche ich? Jetzt habe ich natürlich die Wärmebildkamera schon beim Aufbauen genutzt, das heißt, die ist schon parat. Aber ich kann ja zum Beispiel gerade bei dem Tagesansitz auch sagen, hey, ich will jetzt noch mehr mein Fernglas rausholen, um dann einfach mit dem Fernglas besser ansprechen zu können, weil es ja doch besser besser anzeigt, was du vor dir hast und du kannst besser ansprechen als mit einer Wärmebildkamera. Deswegen, ich nehme jetzt den Rucksack und stelle ihn einfach unter meinen Sitz, sodass er mich nicht stört mit meinen Füßen und sozusagen ja, aus dem Weg ist. Und das Fernglas lege ich jetzt neben mich und dann beobachte ich und schaue mal, was passiert. Und wenn ich dann irgendwann die Jagd wieder beende und abbauen möchte, dann geht das natürlich alles wieder rückwärts. Und ich habe es mir angewöhnt und ich würde es jedem empfehlen,
Es gibt immer eine Richtung in der Kanzel, die ist besser und eine, die ist schlechter. Also, wenn jetzt dort irgendwie ein ganz bekannter Hauptwechsel ist, dann ist das das Fenster, welches ich als allerletztes schließe. Das heißt, ich mache erst alle anderen Fenster zu, um dann eben ja, zu meinem favorisierten Lieblingsfenster zu kommen. Wieder hier, wie immer, konzentrieren, je nach Kanzel, das kann man jetzt nicht allumfassend alles abdecken, weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt die wildesten Konstruktionen hinsichtlich Kanzelverschlüssen. Ja, wir haben eine Kanzel, die wird mit einem alten Pfannenstiel abgeschlossen. Also, das ist echt, sind die wildesten Dinge. Wichtig ist auch, dass du nicht denkst, ach egal, das Fenster lasse ich jetzt auf oder so, das mache ich morgen oder das ist nicht so wichtig, die kann ich einfach offen lassen. Ihr kriegt einen Haufen Mitbewohner hier in die Kanzel. Das können, keine Ahnung, Siebenschläfer, Waschbären oder was weiß ich sein. Und zum anderen ist es natürlich so, dass auch ja, Bewegung auf den Scharnieren ist und so, durch den Wind, durch den Wind hauptsächlich. Und dass dann einfach auch die Mechanik beschädigt wird. Und wir haben öfters mal Kanzeln, wo dann auch Teile mit der Zeit rausbrechen vom Holz. Und das ist einfach vermeidbar, indem man alles schließt und dann, ja, auf Nummer sicher geht.